Libellen, sie sind überall. Tausende davon. Und probierst du dein Glück beim Weibchen? Weibchen ist ja leck mir Marsch. Da ist eine beim Eier scheißen. Verfolgungsjagd. Mini-Wasserläufer, Mini-Fischlein. Kann man bitte nicht auf mir oben landen? Danke sehr. Eins ist eingewebt worden, ist eine Spinne. Sie lässt sich ja nicht sonderlich stören. Du musst nicht hysterieren, weil dazu wie schau. Das Weibchen ist nicht so hysterisch wie du. Obwohl das mehr zum Verlieren hat, weil du musst ihn nicht ficken und dann sterben. Lol. Oh, was ist ein Arschloch zu Tiere? Er sagt die Wahrheit. Die meisten männlichen Tiere sind stressig für nichts, oder? Müssen eh nur ficken und dann, wenn es drauf geht, ist eh wurscht. Weibchen müssen ja irgendwo ihre Eier kriegen, schwanger sein oder sonst was. Und die hysterieren aber meistens weniger als die Kerle. Das. Was ist denn da drüben schon wieder gestorben? Ja, flieg! Keine Ahnung, oder? Keine Ahnung. Irgendwas muss da sein. Du musst ja Massen ansammeln. Wespen, Ameisen, Fliegen, alles. Weberknecht! Da liegt sicher irgendwo ein Hinix-Viech. Ohne Scheiß. Da hinten ist nur ein Weberknecht. Das ist ja das, wo wir uns im Krieger quer. Schwebfliegen, ja, okay. Wirklich, da soll es irgendwas gratis zum geben. Und wahrscheinlich kein Schwein weiß was. Wirklich, gibt's da was gratis? Würde jetzt lachen, wenn du irgendwas hinbrunzt hätte, Alter, und deswegen lutschen sie alle an den Bladeln rum. Boah, grauselig.
Tiere. Tiere benehmen sich wie Tiere. Sind ekelhaft, ekelerregend. Und ihr zerjeigt euch noch immer, was ist mit euch? Habt ihr sonst keine Hobbys? Bist du der, bei denen wirklich nichts anderes zu tun? Gehen wir da entlang, verursachen Fischmassenhysterie mit großer Wahrscheinlichkeit. Boah. Bisschen auf, schmeißt. Schmeißt sie mir auf. Ihr Trottelfiecher wisst schon, dass ihr euch eigentlich tagsüber verstecken sollt. Hallo! Ja, und dann plötzlich hat es mal Highspeed, ne? Highspeed ist man dann. Oh, schau, dann rennen wir. Was ist denn jetzt los? Hm? Jetzt kann man plötzlich rennen. Hm? Komm her. Aha, der erwischt mich nicht. Geh, kusch, geh. Eigentlich müsste man die töten. Das sind die Amerikanischen, die haben hier nichts verloren. Ja. Soll das sein? Was ist? Geh. Das Einzige, was die blöden Viecher Glück habt, ist, in dem Tümpel gibt es, in diesem Bach, gibt es kaum Reiher, kaum Kormorane, kaum dann und wann ist einmal ein Fischotter da und sowas, also der frisst sich dumm und dämlich an euch. Geh. Ich erlaube es dir zu gehen. Ich habe getan, als hätte ich dich nicht gesehen. Da unten ist Fischmassenversammlung. Wir müssen mir Fischmassenversammlung. Kleine Fischlein. Mehr Fischlein. Grundsätzlich habe ich mal hier gefragt, denen, die da mit dem Gewässerschutz und so weiter, warum es eigentlich in dem Bach keine Forellen gibt oder keine Barsche oder sowas in der Art. Und die haben gesagt, in dem Bach gab es mal Forellen, die sind aber dann ausgestorben wegen der Überfischung, weil die Leute da gefischt haben mit Deppert. Die letzten sind dann verschwunden, weil die Leute ihre ganzen Abwasser und ihren ganzen Grasschnitt vom Rasenmäher und so weiter da reinwerfen. Und sie es heute noch immer tun, weil das Wasser zu überdüngt ist. Und das größte Problem in diesem Bach, in diesem kleinen Bachlauf, sind die Fische, die jetzt drinnen sind, nämlich diese Eiteln, die fressen nämlich, wenn sie eine gewisse Größe haben, und die erreichen sie gerade hier drinnen, kleinere Fische. Und das kommt eben von Forellen, die nicht unbedingt so eine hohe Reproduktionsrate und auch nicht so eine große Wachstumsgeschwindigkeit haben, nicht sonderlich gut, weil die Eiteln, die viel schneller wachsen, fressen einfach die ganzen Forellen auf, bevor die Forellen groß genug sind, um Eiteln zu fressen. Dann wandert man hier über dieser blöden Platte, da war mal ein Fischotter, und dann hat es mich geschreckt und den scheiß Otter geschreckt, weil... Bist du deppert?
Keine Ahnung, Viecher müssen auch immer überall sein, was nicht sein sollten. Da kommt man eigentlich schon zum sehr tiefen Wasser, da geht es mir bis zur Brust. Und da hinten wird es dann schon wieder seicht. Da bin ich zu faul, immer ruhig durchzugehen, weil dann bin ich nass. Und ich möchte nicht nass sein. Schauen wir mal. In die entgegengesetzte Richtung. 100.000 Wasserläufer, die hysterieren. Bach besteht nur aus Flusskrebsen, Eideln und Wasserläufern. Dann und wann hast du noch... Hast du noch Gründlinge und das war's. Der ganze Fischbestand, Lebewesenbestand in diesem Bach. Und Libellenlarven, Millionen Libellenlarven. Libellenlarven, soweit das Auge reicht. Größere Eidel. Jetzt sitzt er da. Mei, du bist immer nicht versteckt, Arschloch. Ohne Scheiß. Sich halb unter einen Stein zu quetschen, gilt das nicht als Verstecken. Bist du deppert? Viecher sind selten deppert. Die Dinger brauchst du nicht einmal suchen. Du brauchst ja nicht einmal irgendwas umdrehen, um anzufinden. Die steigen dir schon so in dir entgegen, so, hallo, ich bin hier. Und da ist ein Eidl. Ja, bis die Kamera fokussiert, ist das Viech natürlich weg. Nehmen wir an, mich selbst demnächst Fischfutter mitnehmen, um Fische zu ködern, damit sie dort bleiben. Also er will es nie verstehen, wie die Fische von dort hinten darüber kommen. Natürlich, wenn Hochwasser ist, die kommen aber auch so darüber, weil die gehen durch dieses pipi-seichte Wasser und schwimmen dann rüber. Dann gibt es also immer so ein paar Spezialisten, die da in diese tieferen Dümpfis drin stecken. Außer heute. Heute steckt keiner in den tieferen Dümpfis fest. So wie hier. Das ist Abwasser. Sowas freut natürlich. Nacktschnecken. Flusskrebse gömpeln da auch immer rum. Die freuen sich natürlich drüber wie die Weltmeister. Das können sie fressen, bis sie platzen. Mehr Libellen, mehr Wasserläufer. Mehr Fische. Ganze Kolonien. Gründlinge. Wenn ich hingehe, verschwimmen sie sicher weg. Genau hier.
sitzt einer. Und hier sitzt einer. Die legen sich einfach nur hin und sind dann like, du siehst mich nicht. Ich bin getarnt. Leider haben Menschen ein bisschen bessere Augen. Und Reiher auch. Und eigentlich all diese Tiere. Da hinten sicher Wasserläufer, Massenvermehrung, Alter. Alles, was sich hier bewegt, sind Wasserläufer. Millionen davon. Schaut aus wie Regen. Dabei sind es zig Milliarden Wasserläufer. Und wie gesagt, weil es da keine großen Raubfische gibt, gibt es zig Milliarden Wasserläufer. Und Flusskrebse und die Raubfische in Anführungszeichen, die da drinnen leben, eben die Eiteln, die werden nicht groß genug und sind nicht schnell genug und nicht schlau genug, um die Wasserläufer und das Zeug zu fressen. Aber sagen wir mal so, die erwischen nicht genug, um da irgendwie einen Unterschied zu machen. Da schwimmen ein paar größere Eideln. In dem Bach werden die Eiteln so 20, 25 cm maximal, weil viel mehr Platz ist da nicht. Und in einem See oder in einem größeren Fluss werden die schon gut eine ersoffene Schnecke. Sad life. Irgendwo ist jetzt dann schon wieder ein Flusskrebs und ist like, Delikatessen vom Feinsten. Plastikwannen, Plastikzeug. Grundsätzlich kannst du in dem Bach eigentlich alles finden. Du brauchst dir keine Wohnungseinrichtung kaufen. Kannst du alles finden. Da sind schon Plastiksessel, Tische, Tischtücher. Alles, was das Herz begehrt. Naja, das war's auch erstmal von hier. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.